Ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Fetendo. Ich bin beim Runden Tisch Marxloh und zwar beim Thomas Mielke zu Gast. Wir beide wollen euch heute unser Toyplosion Exclusive Nr. 6 ein bisschen genauer vorstellen, ein bisschen was dazu erzählen. Aber vorab, wer den Runden Tisch Marxloh noch nicht kennt, was macht ihr hier und erzähl mal ein bisschen. Ja, erstmal hallo Peter, schön, dass du hier bist. Danke, danke. Ich fasse mich ganz kurz. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde erzählen, das wollen deine Zuschauer nicht. Wir sind hier in Duisburg-Marxloh in der Stadtteilarbeit, haben hier mit vielen Problemen auch im Stadtteil zu kämpfen. Unser Herzstück allerdings ist heutzutage in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben sehr viele Kinder und Jugendliche verschiedener Nationen, mit und ohne Behinderung, und machen Kreativangebote. Geht los mit Kinderlieder, mit Buddy Olli. Wir haben Kochgruppen, Bastelgruppen, Tanzgruppen und. Vielleicht verlinkst du uns in deinem Video und dann natürlich gerne mal reinschauen. Ja, also ich muss generell sagen, wir haben jetzt so schon länger was miteinander zu tun, auch bedingt durch die Toyplosion natürlich. Wir kennen uns schon ein bisschen länger durch den durchs Sammeln halt von Masters of the Universe. Ich kenne auch noch deinen alten Laden. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr zu tun, weil wir ja doch seit der Toyplosion 1 eine Zusammenarbeit haben. Und ich muss sagen, Respekt, was ihr alles macht. Gerade mit Kindern heutzutage, das ist nicht selbstverständlich und auch die Zeit, die ihr aufbringt, Wahnsinn. Also ganz, ganz großen Respekt von unserer Seite. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Hörspielen. Ihr seht hier schon unser Exclusive Nr. 6 und das Original-Display von Europa hier im Hintergrund. Thomas, erzähl mal, wie kommt man zu so einem genialen Sammlerstück? Eigentlich gar keine Riesengeschichte, eher ein Zufall. Und zwar ist hier ein Spielzeugladen gewesen, natürlich, der hat seit Ewigkeiten zu. Und da haben wir irgendwann mal angeklopft und ja, haben uns da nochmal umgeschaut und in den Lagerhallen waren tatsächlich noch ein paar Spielzeuge, ein bisschen Lego. Ich glaube, da bist du ja auch ganz affin. Playmobil habe ich da auch gefunden. Ja. Auch ein paar Werbehänger, gibt auch noch einen Hot Wheels Ständer. Ja. Und natürlich bin ich reingelaufen und Fokus war, wo sind die Masters? Ja. Und die waren natürlich nicht mehr da. Die waren alle weg und der ehemalige Besitzer, der hat mir ganz freudig erzählt, dass es damals toll war, als er zugemacht hat, dass er die zurück nach Holland schicken durfte. Und da hat er einen Teil des Einkaufspreises bekommen. Und in meinem Kopf ratterten die Figuren und ich wusste ja noch genau, wo die standen und wo sie standen. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein, da geht es hier echt nicht gut. Ja. Und quasi beim Rausgehen an der Theke, ist es blöd zu beschreiben, wenn man es nicht kennt, stand dann noch der leere Hörspielkassettenständer, in dem, glaube ich, ein, zwei Pokerspiele drin waren. Also schon gar keine Hörspiele mehr? Nein, gar keine Hörspiele mehr drin. Und ich habe den ehrlich gesagt erstmal nicht beachtet. Dafür habe ich auch einen strafenden Blick verdient. Und sah dann aber oben links meinen guten alten He-Man und habe dann irgendwann gesagt, was muss ich denn machen, um dieses Schild mitzunehmen? Weil das konnte ich mir einfach super vorstellen im Sammlerzimmer. Und ich durfte mir das dann abmachen. Und er wollte auch nichts dafür haben tatsächlich. Also ich habe nur was in die Kaffeekasse gepackt und habe das Schild dann mitgenommen. War damit sehr, sehr glücklich und habe auch überhaupt nicht, es geht da nicht um Werte, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist einfach nur, wow, ich habe den letzten He-Man aus diesem Laden rausgeschleppt. Ne? Also das letzte Bild. Ja, die nächsten zwei Tage habe ich, glaube ich, nicht ganz so gut geschlafen, weil ich immer gedacht habe, jetzt steht da dieser Ständer. Ohne Schild. Der muss doch einsam sein, das geht doch nicht. Und hat aber auch keinen Platz. Ich meine, ist ein wuchtiges Ding, muss man einfach mal sagen. Ich habe gedacht, na komm, das ist Quatsch, so ein Ding abzuholen. Wiegt doch bestimmt ganz schön, ne? Leer geht's. Man merkt dann erstmal, was die Kassetten wiegen, wenn da so viel befüllt ist. Ich bin dann nochmal hin und habe das Ding abgeholt. Und seitdem ist es da und
Ich freue mich da sehr drüber, ist ein sehr schönes Ding. Ich habe damals auch versprochen, dass es kein Ding ist, was verkauft wird. Ich habe gesagt, das stelle ich bei mir hin, ich mache das Ding wieder voll. Ja, ich bin da auf einem ganz guten Weg, Sieht auf jeden glaube Fall ich. klasse aus. Ja, so kam man zu diesem Ding. Und das Besondere ist tatsächlich, ihr habt natürlich schon ein paar Anfragen gehabt, oh, was sie nicht verkaufen. Und da waren auch attraktive Angebote bei. Glaube ich. Gibt ja auch einen aus euren Reihen, der das Der Ding, es glaube gerne ich, hätte. sehr, sehr Ja. schön findet. Und Philipp? Grüße an Philipp. Ich habe ihm schon versprochen, wenn ich mal irgendwann gehen muss, dann steht er in meinem Testament und er Ah, kriegt's. Jetzt haben wir es sogar hier auf Video. Philipp, in 50 Jahren hast du dann. ja, für mich das Schöne ist der Gedanke, dass ich aus diesem Kassettenständer ja früher auch Hörspiele gekauft habe. Genau aus dem, nicht aus so Tatsächlich. einem, Krass. sondern aus dem. Und der steht jetzt bei mir. Wunderschön. Und dadurch, dass wir dich kennen und du auch mit dem Philipp ja auch in regen Kontakt standest, auch wegen diesem Display, entstand dadurch die Idee zu dem Exclusive. Ja. Wie seid ihr darauf gekommen? Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wir haben telefoniert und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Grund wir telefoniert haben. Und dann spinnt man ja so rum, so wie ihr wahrscheinlich auch rumspinnt, wenn es um die Exclusives für die Toyplosion 3 vielleicht schon geht. Und eure Banner waren gerade in Arbeit oder gerade fertig, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall über die Banner gesprochen und dann kam vom Philipp irgendwann, Mann, das Europa-Ding wäre da auch eigentlich geil, oder? Und dann haben wir rumgesponnen und fanden es beide sehr geil und haben gesagt, ja, Problem könnte vielleicht aber sein, dass da ganz viele Marken drauf sind, Ja, ne, die da teilweise, glaube ich, bei Sony jetzt liegen. Ich habe mir genau, das mal die so ein bisschen angeguckt. Markenrechte. Ja. Und tja, wie kriegen wir da die rechtliche Seite hin? Das haben wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht geschafft und wollten aber irgendwas machen. Und während des ersten Telefonats ging es noch weiter, dass wir gesagt haben, vielleicht wäre auch geil so ein Ständer, wo man so drei, sechs Kassetten reinstellen kann. Einfach so deine Lieblingstapes in einem Ja. an dem Original angelehnten Ständer. Ja. Und ich habe gesagt, das ist sehr geil. Ich glaube, das würden sich viele Leute in die Vitrine stellen. Ja. Und dann habe ich angefangen zu basteln. 2 Tage später hier in diesem Raum und saß dann hier und habe gedacht, was machst du jetzt? Jetzt haben wir natürlich viele Gruppen mit den Kids und somit haben wir auch einen Bastelschrank. Und da habe ich dann alte Zeichenblöcke rausgeholt, habe erstmal drauf rumgekritzelt. Und dann habe ich so den ersten Prototyp zusammengebastelt, mir das Ding selber da in klein ausgedruckt. Also ganz, ganz seicht, ne? Und auch nur mit den Fähigkeiten, die mir zur Verfügung Aber stehen. um auch für dich optisch zu sehen, wie es wirkt wahrscheinlich, Genau, ne? Oder? ich bin schon jemand, der die Sachen gerne anfasst, in der Hand haben will. Ich habe, glaube ich, eine gute Vorstellungskraft, aber ich wollte es dann auch mal sehen, wie wirkt so eine Größe, Ja. was kann man machen. Und daraus entstand dann ja das allererste gebastelte Ding. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in der dritten Klasse. So, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, 45 Jahren, na, 40 Jahren mal wieder was gebastelt. Also das macht Ja, man ja heute nicht mehr. nein. Schade. Hat aber Spaß gemacht Ja. und daraus entstand dann, hier ist gerade leider ein Bein abgefallen. Ich gebe dir das Ja. mal rüber. Ja. Können wir mal in die Cam Dieses halten? kleine süße Ding. Auf jeden Fall gut gemacht. Was ist das da? Ist das richtig Holz? Nee, nee, Oder ist das Pappe? das ist tatsächlich, das sind Rückseiten von einem Zeichenblock, diese Ja. Pappe, die im Ah, Hintergrund okay. ist. Und das Einzige aus Holz sind zwei, na, wie heißen sie? Schaschlikstäbchen? Nee, gar nicht wahr, das sind Zuckerwattestäbchen. Ey, aber mega gut gemacht. Schön. Ja, da war die Idee noch cool, da passen 9 Kassetten rein, also drei sichtbar vorne. Ja. Und ich finde den schon niedlich, auch in der Größe, ne? Auf jeden Ja, Fall. Ja. wird auch hier einen Ehrenplatz bei uns kriegen. Ja. Echt Warte, schön. was hier Vor noch allen vorne? Dingen, das ist ja dann quasi ein Prototyp. Ja, das Der ist ein. Prototyp vor dem Ja, Prototyp. sehr geil. Den ich gleich nochmal reparieren muss. Hier ist gerade Ja. ein Beinchen abgefallen. Ja. Ja, dann ging es weiter mit, wie kriegen wir das Ding eingescannt und wie kriegen wir dies und jenes und, bla bla bla. Ich will auch gar nicht so viel langweilige Sachen erzählen. Und Philipp ist ja sehr akribisch auch in seiner Arbeit. Das sieht man ja auch bei manchen Customs. Und ja,
sammle jetzt auch schon eine ganze Zeit lang und ich war nie ein großer Custom-Fan, aber bei den Sachen habe ich mir gedacht, ey, wenn er was anpackt, dann wird das schon cool. Richtig. Und ja, er hat dann die Planung übernommen und sagte dann, hör mal, ich habe einen ersten Entwurf und dann ging es natürlich um den Banner, was machen wir da? Und da hattet ihr oder der Philipp, ich weiß nicht genau, eine gute Idee und der ist dann ja etwas anders geworden. Ich finde den sehr, sehr schön. Auch da vielen Dank an denjenigen, der es gezeichnet Nino hat. Nino Ade war es. Genau. Ja. Nino Ade hat hier komplett die Zeichnung übernommen. Philipp wieder das grafische Design von allen Sachen. Ja, und da ist wieder was rausgekommen in Zusammenarbeit mit dir natürlich auch, was meiner Meinung nach gerade so im Exclusive-Bereich seinesgleichen sucht. Ja, ich finde tatsächlich jetzt, ich sehe ihn heute zum ersten Mal. Er ist ja doch größer und wuchtiger und ist, glaube ich, ganz schwierig zu erklären oder zu zeigen, wie gut der eigentlich wirkt. Richtig. Wenn man das erzählt, ja gut, das Ding ist aus Pappe, aber das Pappe ist vielleicht ein doofes Wort. Das ist wirklich stabiler Karton und es wirkt wirklich wertig. Ich bin begeistert. Also da war auch so die erste Befürchtung von mir. Ne, man hat ja auch immer so seine Gedanken, wenn man dann so ein Projekt begleitet. Pappe, warum nicht lieber aus Plastik? Aber ich habe auch schon gehört, warum denn nicht aus Metall? Ja, nein, jetzt wo ich den Prototyp hier in der Hand halten darf und den auch schon befüllen durfte und es ist super wertig. Freunde, ich kann euch einfach mal hier in bewegten Bildern, ist immer ein bisschen was anderes als Fotos. Ihr könnt jetzt hier einfach mal schauen, der ist jetzt komplett befüllt. Und da wackelt nichts. Den könnt ihr so hochheben mit einer Hand. Hier, der Header oben, der ist super. Die Rückseite ist jetzt noch nicht bedruckt, deswegen Prototyp. Da haben wir die Europa-Rückseite drauf, dass ihr auch den Header oben wechseln könnt, tauschen könnt. Zeige ich euch auch nochmal, weil der ist komplett abnehmbar. Hier seht ihr dann das Ganze. Ich denke mal, das ist eine super Lösung. Hier gibt es dann halt die Europa-Hörspielseite. Damit ihr dann auch im Toyplosion Design natürlich, ist ja alles nur angelehnt an die Europa-Hörspiele, weil wir möchten ja, wie auch gerade schon erwähnt, keine Urheberrechtsverletzungen angehen. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig. Absolut. Klar hätte man jetzt auch riskieren können, sag ich mal, ein 1:1 in klein, eine 1:1-Kopie zu machen, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders, weil wir sagen ganz klar, wir möchten alles, was wir machen, alles, was wir als exklusiv rausbringen, möchten wir auf der sicheren Seite haben. Genau. Ja. Alles andere wäre auch etwas abenteuerlich. Ja. Wo man, glaube ich, nicht dran denkt, das ist mir gestern bewusst geworden. Ich saß hier, wir haben ein bisschen vorbereitet. Zwei Freunde von mir haben noch geholfen, der Julian und der Theo. Und schöne Grüße übrigens, soll ich dir ausrichten. Danke, danke. Grüße und zurück. Ja, dann haben wir so ein bisschen gequatscht und wie groß ist das Ding ungefähr? Dann habe ich den Philipp nochmal geschrieben, dann haben wir uns das so angeguckt, wie groß das ist. Und dann ging es los, dass die Jungs gesagt haben, wir haben selber eigentlich gar keine Hörspiele. Mhm. Wir sind ja in der digitalen Zeit und für mich immer schwer zu fassen. Ne? So, ja. Und dann ging es auf einmal los, jetzt muss ich mir tatsächlich die ganzen Hörspiele holen. Was kosten die eigentlich so? Ne? Ja, ich sag, bei der 35, da wirst du Spaß haben, die wird ein bisschen was kosten. Ja, ist egal, aber der Standard, der sieht wirklich gut aus, den da müssen die Hörspiele rein. Mhm. Irgendwo, ohne dass man es ja geplant hat, animiert man die Leute noch, die Hörspiele sich jetzt zu kaufen, finde ich sehr, sehr cool. Mega. Das ist so. Also ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ich habe es ja alle einmal, ich habe es ja ausgestellt bei mir in meiner Sammlung, also dass ich die kompletten Cover sehe. Mhm. Ich habe da extra so ein Regal bei mir im Man Cave. Aber jetzt ist das Teil bei mir eingezogen und es ist leer. So, ich könnte es natürlich jetzt befüllen mit TKKG, 3 Fragezeichen, ist natürlich auch eine tolle Sache. Aber ich als Riesen-Masters-Fan, und das ja auch an Masters angelehnt ist, brauche die natürlich nochmal befüllt. Und so sieht es sehr schön aus, ja. Und was mache ich? Ich hole mir alle nochmal. Der Wortlaut ist wichtig. Richtig. Muss man immer darauf achten. Ich brauche. Genau, ich brauche. Er möchte sie nicht, er braucht sie. Das ist toll. Ja, aber es wird jetzt vielen so gehen. Ich habe vielleicht noch eine kurze Geschichte. Mhm. Hier auch eine Freundin vom runden Tisch, die Laura, die bestellt sich auch einen. Und ich sage, was willst du damit? Mhm. Also weder sammelt sie noch, aber hat jetzt auch mit dem runden Tisch Marx so zu tun. Ich sagte, du hast doch gar keine Hörspiele. Und sie sagte, doch, doch, Bibi Blocksberg. Ja, auch das passt wunderbar. Oh, Peter, sag sowas nicht. Ja, dann brauchen wir auch irgendwann nochmal einen Header von Bibi Blocksberg. Ich hoffe, Laura guckt das Video nicht, dass sie noch da irgendwie... Hinterher wird es noch überklebt, ne? Ja, ja. Nein. Aber schon witzig, das nimmt Formen an, die... Schön. Ja,
Also ich dachte ja, dass wir mit dem Exclusive, also unser Hauptexclusive mit dem Doppelpack, dass wir da oder dass wir das dieses Jahr nicht mehr toppen können. Und dann kommt ihr mit dem Ding um die Ecke. Und ich als jahrelanger Hörspielfan muss wirklich sagen, ich kann mich nicht entscheiden, was ich geiler finde. Nein, es ist einfach nur eine Hommage. Ich habe es auch dem Johannes, ich nenne ihn immer liebevoll den Kassettensammler, der hat über 10.000 Hörspiele in seiner Sammlung. Ich habe ihm das mal gezeigt und der war auch hin und weg. Wann kann ich das bestellen? Wie viele kann ich davon bestellen? Geil. Und wird das Oberteil, sagt er immer, das Oberteil wechselbar sein? So, und da könnte ja in Zukunft dann auch noch einiges kommen. Also die Ja. Option ist jetzt gegeben. Gute Nachricht, ist natürlich auch, du musst dich gar nicht entscheiden zwischen den beiden. Du hast eh schon beide. Richtig. Ja, Freunde, wir haben euch jetzt dieses Teil hier vorgestellt und wir hoffen, dass es euch gefällt, dass ihr am Montag um 18 Uhr dabei seid bei der Vorbestellung und auch zum Thema unterstützen. Ihr habt auf der Toyplosion selber habt ihr auch noch mal die Chance, den Rundtisch Marxloh bei diversen Aktionen zu unterstützen. Zum Beispiel wird es noch eine Tombola geben von Heo. Ich weiß gar nicht, ob du das schon weißt. Die, Ich hab da was genau, die gehört. findet am Sonntag statt und der Erlös der Tombola geht zu 100% an euch. Wahnsinn. Moderiert wird das Ganze vom Comic Cave Talk. Die sind ja auch mittlerweile etwas bekannter in der Szene, sage ich mal. Und Heo legt sich dein Zeug, auch Statuen und so weiter als Preise anbieten zu können, dass das dann für den Einzelnen auch ja, Lust auf mehr macht, da Lose zu kaufen. Mega. Ja, dazu vielleicht noch. Erstmal ist das ein riesen Dankeschön an alle Ehrenamtler, die hier arbeiten, die wirklich quasi Vollzeitjobs machen, um das Ganze hier zu erhalten. Und ja, und es hilft uns einfach hier die Miete zu bezahlen, weiterhin zu bestehen, weil wir gerade echt in ja, einer sehr schwierigen Lage sind, so seit 2, 3, 4 Jahren. Und darum ist so eine Unterstützung auch immer so ein ja, einfach ein Zeichen, dass wir irgendwas hier richtig machen. Und wenn ich sehe, wie viel Kids hier auch hinkommen, auch in diesem bösen Marxloh, von dem man so oft bei RTL hört, und welchen Spaß die hier haben, dann glaube ich, kommt das alles ganz gut an und da kann jeder ein gutes Gewissen bei haben. Und ich glaube auch, dass die gesamte Sammler-Community, ne, jetzt nicht nur aus dem Masters-Bereich, sondern auch Star Wars und was es da alles gibt, dass die auch Bock drauf haben, das Ganze hier zu unterstützen. Das ist ja also der Toy, also wir als Toyplosion haben so den Anstoß gegeben, aber wenn man auch sieht, auf der Toyplosion 1, was die Händler da noch Ja, zusammengetragen voll. haben und dass jeder Feuer und Flamme ist, wenn er hört, runder Tisch Marxloh und auch so das Aushängeschild von den Kindern, sag ich jetzt mal, die Maya, die gilt ja schon irgendwie so, die kennt jeder, das Lächeln und ich bin dabei und auch die anderen, wunderbar und ja, da haben alle Bock drauf und alle haben Lust, das Ganze zu unterstützen. Ja, und es ist tatsächlich so, dass es Maja und Nele zum Beispiel, die nerven ihre Eltern jetzt. Wie wollen wir es das? Ja, und die haben auch schon einiges und sehr cool. Wenn ich ehrlich bin, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und wir befeuern das jetzt auch nicht, ne? Sagen, ey, guck mal, He-Man ist ja total cool. Und nee, die haben es, vielleicht kennt der ein oder andere auch den WDR-Bericht. Da sind die beiden ja dann auch hier im Raum und Voll gut. das ist nicht gestellt. Das ist einfach, Die haben das Bock drauf. WDR-Team kam und hat gefilmt. Die haben nicht gesagt, mach mal so oder mach mal so. Überhaupt nichts. Das ist echt Guck mal, sehr, und sehr das ist ja cool. auch was. Was man als absoluten Erfolg bezeichnen kann. Wenn man Kinder mit dem, was man selber seit Jahrzehnten sammelt, noch begeistern kann. Klar, jetzt in der neueren Version, in der Origins-Version, aber meine Kinder zum Beispiel interessiert es ja überhaupt nicht. Und da seht ihr ja auch, was ihr bewirkt habt, auch durch den Werbespot damals mit dem Horst Naumann noch, was das in den Kindern ausgelöst hat. Das ist ja was Tolles. Absolut. Absolut. Ja, Leute. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Nicht vergessen, Montag 18 Uhr, haut in die Tasten. Bestelllimit ist 2 Stück pro Person. Und dann wollen wir mal sehen, wie lange das Ganze online sein wird. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, Thomas, dass ich hier sein durfte, dass du uns hier Einblicke gegeben hast in deine ja doch etwas krassere Hörspielsammlung. Sind das alle Hörspiele, die du hast? Ja, tatsächlich. Okay, sehr, sehr Also cool. alle Europa-Hörspiele. Alles klar. Ja, ich bedanke mich und ich will hoffen, ihr seid auch beim nächsten Video dabei. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.